Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Devil May Cry 5. Es geht weiter mit der nächsten Mission. Die Handlung, die ganze Krise begann mit einem Besuch von V im Devil May Cry, um dann dafür einen Job gegen den Dämonenkönig Urizen anzuheuern. Jetzt verlässt V Neros Seite und entdeckt das Schwert Sparta in der Nähe von Dunn. Ich kann es natürlich wieder nicht lesen. Ist frisch. You mustn't leave. I need to find Virgil. I promise I'll be back. I know this is hard. You must listen to me. Be a big boy. A man, huh? If I don't return, you must run. By yourself, alone. You must change your name. Forget your past and start a new life. As someone else. A new beginning. Virgil! Where are you, Virgil? The fuck, Alter. 15. Juni, da sind wir wieder. For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. All right, Sunshine, now put a fire under it. We gotta get going, because that annoying pitbull Nero is making a beeline for Urizen, and if he gets there, he's gonna... Oh! Hey. This is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Also dem Wie, den geht's ja irgendwie gar nicht gut. Ein Monat zuvor. Na, da sind wir hier wieder. Ach, schau mal, da ist sogar Trish dabei und Lady. Die ganze Truppe. Oh, it stinks in here. I know. It smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? My, V. All the way down here and turn into it, really? Huh? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, Ra. Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Oh mein Gott, wir spielen Dante. Oh je, oh je, oh je. Jetzt geht's ab. Erstmal den klassischen Look. Oh mein Gott. Ausrüstung und Fähigkeiten darf ich irgendwie nicht wieder anpassen. Nö, darf ich nicht. Jederzeit schnell deine Waffen wechseln. Mit L2 wechselst du Distanzwaffe und mit R2 wechselst du Nahkampfwaffen. Scheiße, du musst erstmal klarkommen damit.
Boah! So gewinnen wir es doch direkt wieder. Direkt wieder in Dante drinne, Digga. Stilaktionen. Swordmaster Royal Guard. Ah, und da kommen unsere Dämonen gestaltet. Devil Trigger. Oh mein Gott, Junge! Tempo. Doppeljump. Stinger. Ebony and Ivory. Alter, wie viel Zeug hat denn Dante, Digga? Scheiße, der ist so viel Zeug. Ich crazy. Ah.
Chaos. Das juckt dann irgendwie nicht so. Aua. That thing's gonna close if I don't hurry. Oh no. Digga, dieser Kampfstil ist ja immer so geil. Boah.
ladies work fast. Das kannst du laut sagen. Oh, Junge. Hellbat. In your fucking face, Junge, hier rein in die Olga. Oh shit, saugt mich aus. Sehr gut.
Haben jetzt wieder 5 Stück. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Man. I'm bored. Ist einfach zugegangen. Das ist noch eine Wiederbelebung. Alter, wenn wir so viele Wiederbelebungen kriegen, ist das kein gutes Zeichen. Nein! Schön.
Tja. Und da sind wir wieder. Well, well. O King of Stench and Filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat him. Jackpot. Dante. Ach, das wird doch sowieso nix. Wir wissen es ja schon. Den sein Hurenschild, Alter, der ist so eine Pussy, dieser Wiesan. Das ist noch nicht zu Ende, Trophäa. Alles klar. Nächste Folge geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Euer Wolkimmer YouTube. Ciao.